Herr Minister, bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese verabscheuungswürdige Tat an Herrn Lübcke hat uns alle schockiert. Es gibt jetzt einen Täter, aber die Hintergründe dieser Tat sind noch nicht geklärt. Wir wissen also vieles noch nicht endgültig. Was wir aber wissen, dass diese Tat eine breite gesellschaftliche Debatte über die Gefahren des Rechtsradikalismus ausgelöst hat. Und ich möchte diese Aktuelle Stunde nutzen, um einige Punkte zu informieren und über einige Punkte auch Klarheit herzustellen. Erstens, es gab heute 2 weitere vorläufige Festnahmen und auch Waffenfunde. Und das zeigt, dass erstens unsere Sicherheitsbehörden in einer akribischen und sehr professionellen Art und Weise die Spuren am Tatort gesichert haben. Durch diese Arbeit ist überhaupt die heiße Spur zum Täter gelegt worden. Und dass sie auch jetzt in der Aufhellung des Umfeldes sehr gute Arbeit leisten. Und deshalb möchte ich zuallererst feststellen, die Behörden arbeiten hervorragend zusammen zwischen dem Land Hessen und den Bundessicherheitsbehörden. Es gibt also keinen Grund, die Sicherheitsarchitektur in Deutschland anzuzweifeln. Und zweitens, sie arbeiten äußerst professionell, weshalb ich der Polizei in Hessen, den Sicherheitsbehörden in Hessen und auch dem Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz meinen Dank aussprechen möchte. Zweitens, ich habe heute Vormittag den Verfassungsschutzbericht 2018 vorgestellt. Wir haben derzeit in der Bundesrepublik Deutschland über 24.000 Personen, die man dem rechtsextremen Spektrum zuordnen muss. Und davon über die Hälfte, also gut 12.000, die potenziell gewaltbereit sind. Das ist die höchste Zahl, das ist eine Rekordzahl. Und sie ist besorgniserregend. Und deshalb möchte ich hier vor dem deutschen Parlament feststellen, neben vielen Gefahren, auf die ich am Schluss noch mal zurückkomme, ist der Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland eine hohe Gefahr für unser Land und für die Bevölkerung in unserem Land. Und diese Zahlen verpflichten uns alle gemeinsam als Demokraten, diesem Rechtsextremismus die Stirn zu bieten. Das Dritte, neben der Strafverfolgung, die natürlich in diesem Fall besonders wichtig ist, denn diese Tat richtet sich gegen dieses freiheitliche, demokratische System in der Bundesrepublik Deutschland und damit gegen uns alle, ist auch ein Grundkonsens notwendig über die präventiven Maßnahmen gegenüber dem Rechtsextremismus. Ich habe hier an diesem Pult des Öfteren gesagt, null Toleranz gegenüber Ausländerfeindlichkeit, null Toleranz gegenüber Hassparolen, null Toleranz gegenüber Antisemitismus. Auch das ist in der Entwicklung, die Straftaten, die antisemitischen Straftaten sind in der Entwicklung besorgniserregend. Sie sind um 20% angestiegen. Keine Ausgrenzung und eine Sprache, die nicht zu Hass und Gewalt führt. Eine Sprache, die Menschen verunglimpft, die Menschen herabsetzt,
eine Sprache, die sich deutlich absetzt vom demokratischen Diskurs. Wir brauchen schon den Austausch der unterschiedlichen Argumente, aber es gibt keine Rechtfertigung für die Herabsetzung von Personen innerhalb und außerhalb einer Regierung oder eines Parlaments und schon gar nicht zur Verunglimpfung. Meine Damen und Herren, in diesen Punkten keine Ausgrenzung, kein Hass, null Toleranz gegenüber Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus sollten alle, nicht nur in diesem Parlament, sondern auch alle außerhalb dieses Parlaments einen Konsens haben. Das ist die beste Prävention gegenüber Radikalismus. Das Vierte. Es wird ja in diesen Tagen immer wieder gesagt, schau dir eigentlich genau hin, wie es innerhalb der Behörden aussieht, bei der Polizei, bei den Sicherheitsbehörden. Gibt es da nicht dieses Phänomen des Rechtsradikalismus? Und deshalb möchte ich für unsere Bundespolizei, die ich zu verantworten habe, klar sagen, die Bundespolizei schützt unser Land und unsere Bevölkerung seit Jahrzehnten. Sie tut dies auch mit hoher Professionalität, wie ich eingangs in diesem Fall erzählt habe. Und unsere Bundespolizei steht unzweifelhaft loyal zu diesem Staat und sie steht ebenso unzweifelhaft auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes. Und ich kann Ihnen sagen, wenn die verschwindend kleine Zahl von Personen innerhalb der Bundeswehr eben sich nicht an die Regeln halten, dann werden sie unnachsichtig gestellt, verfolgt und in etlichen Einzelfällen auch aus dem Dienst entfernt. Auch da gibt es keine Toleranz. Das Fünfte. Ich weiß, dass mit einem zunehmenden Abstand zu einem schrecklichen Ereignis wieder die Bereitschaft, da und dort auch Dinge so anzupassen, dass unsere Sicherheitsbehörden nicht blind und taub sind, nachlässt. Das ist eine ganz normale menschliche Eigenschaft. Darum möchte ich heute schon darauf hinweisen. Wir hätten viele Informationen über den Täter nicht, wenn und möglicherweise dann auch nicht die Spur bekommen, wenn es nicht Daten gegeben hätte, gespeichert, die eigentlich hätten gelöscht sein müssen, aber durch das Moratorium wegen der schrecklichen Katastrophe NSU noch verfügbar waren. Und wir hätten eine winzige DNA-Spur nicht verfolgen können zum Täter, wenn es keine Datenbank über DNA-Spuren bei früheren Straftätern gegeben hätte. Ich sage das, ohne jetzt darüber eine Diskussion eröffnen zu wollen, dass man sich immer im Klaren sein muss, was hat uns in dem schrecklichen Fall weitergeführt und nicht oberflächlich sofort wieder sagen, wenn wir unseren Staat schützen wollen, wir wollen einen Überwachungsstaat. Wir wollen die Bürgerrechte einschränken. Wir wollen die Journalisten abhören. Ich sage heute nochmal, wir wollen nicht Journalisten bekämpfen, sondern wir wollen Kapitalverbrechen bekämpfen. Und da müssen wir eigentlich alle zusammenstehen, der Sicherheit die Befugnisse zu geben, dass sie Kapitalverbrechen, die immer komplexer und immer schlimmer werden, auch bekämpfen und verhindern und aufklären kann. Natürlich müssen wir das eine oder andere auch in der Arbeit unserer Sicherheitsbehörden verbessern. Man muss sich da ständig verbessern, wenn man gut bleiben will. Und da zählt dazu, das ist aus der Mitte des Parlaments ja öfters in den letzten Tagen gesagt worden, dass wir auch die analytischen Fähigkeiten verbessern. Das heißt, weit im Vorfeld, durch Zusammenarbeit, durch Analyse, praktisch nicht nur mögliche Einzeltäter im Blick haben, sondern auch durch das Internet die Netzwerke, die Zusammenarbeit, die Mitwisserschaft, die Mittäterschaft, die mögliche und die Netzwerke.
Und das ist personalintensiv. Und deshalb bitte ich heute schon das Parlament, wir haben die Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren 12.000 Stellen zusätzlich. Da bin ich auch dankbar. Auch meine Vorgänger haben da schon sehr stark daran gearbeitet. Aber wir werden weiter aufbauen müssen, weil diese Dinge nur mit ausreichend Personal und vor allem mit richtiger Qualifikation geleistet werden können. Wir werden also auch personell in der technischen Ausstattung die weitere Verbesserung bei den Sicherheitsbehörden brauchen. Ich werde nächste Woche das von meinem Vorvorgänger, der glaube ich noch hinter mir sitzt, eingerichtete Zentrum zur Bekämpfung des Rechtsextremismus besuchen. Das besteht übrigens seit 2012. Im Jahre 2012 eingerichtet. Da sind alle Verfassungsschutzbehörden, die Sicherheitsbehörden und ich werde das beim Bundesamt für Verfassungsschutz, da sitzen die nächste Woche, besuchen. Meine Damen und Herren, ich danke für jede Unterstützung in den letzten Tagen bei der Bewältigung dieser ganz schlimmen Sache. Lübcke, das geht auch einem Minister wirklich unter die Haut, wenn man die Betroffenen sieht, wenn man sieht, wie mit welcher inneren Emotion unsere Sicherheitsbehörden sich dieser Sache annehmen, weil sie mir immer wieder sagen, auch heute, wir sind dies den Angehörigen und dem Opfer schuldig. Trotz dieser abscheulichen Tat möchte ich darauf hinweisen, und das zeigt auch der Verfassungsschutzbericht, dass die Bedrohung unseres Landes, die innere Bedrohung unseres Landes, immer vielfältiger und komplexer wird. Ich spiele jetzt nicht das eine gegen das andere aus. Der Rechtsextremismus ist eine hohe Gefahr. Aber wir haben nach wie vor die islamistische Bedrohung. Wir haben nach wie vor die Reichsbürger, die sehr waffenaffin sind. Wir haben 500 Waffenscheine da schon entzogen in den letzten Monaten. Wir haben einen erschreckenden Antisemitismus. Man muss es so deutlich sagen. Ich werde auch eine Konferenz dazu machen. Ich bin sehr dankbar, dass die Bundesregierung einen sehr, sehr engagierten Antisemitismusbeauftragten bestellt hat, der auch das ganze Feld der Schulen etc. und der Bildungseinrichtungen bearbeitet. Und wir haben auch einen linken Extremismus. Und meine Damen und Herren, wir sollten auch da einen Konsens haben. Extremismus ist immer gefährlich für eine freiheitliche Gesellschaft, ob er denn von rechts oder links kommt. Und ich will zum Abschluss sagen, wer mich kennt, weiß, dass ich ein Anhänger einer sehr liberalen und sehr offenen Gesellschaft bin. Aber wenn es um den Schutz unseres Landes, um den Schutz unserer Bevölkerung geht, dann bin ich für einen starken Staat. Ein starker Staat, der das, was er zum Schutz unserer Bevölkerung tun muss, auch in der Realität durchsetzt. Dieser Rechtsstaat muss sich durchsetzen. Und nur ein Rechtsstaat, der sich durchsetzt, schafft auch Vertrauen bei der Bevölkerung. Und darum bitte ich. Für die Fraktion der AfD hat das Wort der Kollege Dr. Gottfried Kurio.